So, da habe ich natürlich, weil du gestern Geburtstag hattest, habe ich mir was ausgesucht, was passend zum Feiern ist. Oh. Und lass mal gucken, Ja, also aber hier. Alkohol dürfen wir hier nicht trinken. Schau mal her, was ich hier dabei habe. Vielleicht hältst du mal hier. Plastik. Halt mal fest. Ich erkläre mal, was ist das, was das überhaupt ist. Also, das ist der Behälter, in dem Sake, ich halte mal hier. Ah, Hier Sake. wird Sake drin serviert. Das nennt sich ein Tokuri. Es wird auch Tokuri genannt, aber im Alltagsgespräch wird eher Tokuri gesagt. Hier kommt also der Sake rein. Da Dann ist keiner gibt drin. es nachher, Oh, okay, es war gleich eine mal gucken. After-Show-Party. Genau, und dann habe ich hier so kleine Behälterchen, aus denen wird getrunken. Ich halte mal eins hoch, damit man auch das Muster vielleicht sieht. Das ist ein bisschen klein, ne? Da sind so ein paar Äste drauf. Ach, das ist zu klein. Ja, gut, das nennt sich ein Ochoko, weil es so klein ist. Ochoko, Ochoko. Es ist wirklich klein. Ja, und es gibt die also auch in rund und, also auch rund und flach und groß. Die nennt man dann Sakazuki. Und es gibt auch, das hat man, hast du bestimmt auch schon mal in Restaurants gesehen, so eckige Holzbox, aus der kann man auch Sake trinken. Und das nennt sich Masse oder Masse? Masse. Masse. So, ja, ich Bestimmt bin mir noch nicht irgendwie sicher, so. ob das Irgend so ein so oder so. Kauderwelsch mal wieder. Kauderwelsch. Genau, so. Und so heißen diese Teile. Und ich erkläre dir nochmal, was man, wie man das trinkt. Also, wenn ich bin jetzt der Gastgeber, ja? Ja. Wenn ich jetzt, Ist ja doch Geburtstag, da muss ja sein. genau, deswegen serviere ich dir eben deinen Sake. Dann gebe ich dir also ein Ochoko. Und ich halte, weil ich eine Frau bin, halte ich diesen Behälter auch mit beiden Händen. Das ist wichtig. Also, wenn eine Frau so macht, das ist ziemlich männlich. Sehr robust. Genau, also so ein bisschen nicht elegant. Und wir wollen ja elegant und schön sein. So. Und also da gieße ich dir also ein bisschen Sake ein. Ne? Nicht zu voll. Ah, ganz Aha, langsam. ja. Dann lege ich also das wieder beiseite. Und was wichtig ist, ich darf mir selber nicht einschenken. Das gehört sich nicht. Das heißt, du hast jetzt deinen Sake und du musst, also meins liegt halt hier und du musst mir jetzt einschenken. Na Du los, na los. bist ja Gastgeberin. Nein, ja, aber nein. Ja, aber nein. Also man okay. darf sich niemals selber einschenken. Okay, dann muss ich das auch mit beiden Händen halten? Als Mann darfst du sogar mit einer Hand machen. Ah, cool, Weil es ist so ein okay. bisschen so lässig cool, aber als Frau schickt sich nicht so. Nee, muss ja sein, ne? Also einfach Genau. dann hier rein. Genau. Und als Frau auch ist gut, wenn man mit beiden Händen das Kleine hält. Meistens so, das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, wie Asiaten das machen. Auch Tee wird so getrunken, ne? Und dann trinkt man also nicht so auf Ex, sondern ganz vorsichtig und ein bisschen, also ne? So ein bisschen halt. Und es wird auch oft darauf geachtet, dass es nie leer wird. Also da wird dann oft drauf geguckt und dann so, ah, noch ein bisschen. Hier, bitteschön. Und das Gleiche musst du dann zurück bei mir machen, wenn du siehst, ich habe nur zur Hälfte getrunken. Also, oh, magst noch ein bisschen? Tschick, tschick, so. Ne? Okay, also so ein richtiges Zeitvertreib trinken mit Sake. Ja, also es gibt natürlich auch Techniken, wenn man irgendwie zu schnell betrunken wird oder so oder Angst hat, dass man halt zu viel abgefüllt wird. Dann kann man auch vorsichtig einfach ganz kleines bisschen, immer nur ein ganz kleines Schlückchen trinken, weil dann wird auch immer nur ein ganz kleines bisschen nachgefüllt. Also das ist halt so, so macht man das dann. Okay. Ja, und genau, noch was. Man kann Sake also warm oder kalt trinken, wobei es nicht nach Vorliebe ist, also nicht einfach, oh, heute habe ich Lust auf warm. Sondern wenn der Sake gut ist, dann heizt man den generell nicht. Warum? Weil wenn man den heizt, dann gehen einige der Aromen verloren. Und das Ja. möchte man nicht. Wenn er teuer und gut ist, macht man das nicht. Ja, schon Und einen stolzen Preis teilweise. ja, also ist schon, ne, ist genau wie Wein gibt es natürlich den billigen, das billige Zeug und eben das richtig Gute. Und das Ja. richtig Gute willst du natürlich nicht ruinieren, indem du es heiß machst. Ja. So, und dann heiß trinkt man, oder nicht heiß, warm. Also normalerweise ist das nicht Zimmertemperatur, sondern Körpertemperatur. Wie wird Also, das aufgewärmt? man hat eine Schüssel mit heißem Wasser und dann stellt man das Also da rein. Wasserbadmäßig Genau, dann. so ein Ah, okay. Wasserbad. Also gar nicht so Mikrowelle oder so? Nein! Die armen Studenten, wie sollen die es denn machen? Die wollen einfach nur schnell saufen. Na, das ist also kein Saufzeug. Das passt nicht zum Sauften. Also, das geht nicht.
Ich wollte noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen. Weil auch so biermäßig gemacht, ne? Ja, genau. Also es wird ja Reiswein genannt, aber der Prozess ist eher so ein Brauen wie Bierbrauen so. Ich kenne jetzt nicht die Details, aber es ist eigentlich korrekterweise nicht wirklich Wein. Ja. Und Und warm trinkt man den normalerweise im Winter. Ah, okay. Das heißt, im Winter oder wenn kaltes Wetter ist, also wenn draußen regnet und es ist so arschkalt oder so, selbst wenn es im Mai ist, wenn es richtig kalt ist, darf man den dann auch warm trinken. Hm. 2 Wochen hätte ich es noch gedurft. Genau, deswegen sage ich das. Ja. Also da hätte ich den vielleicht auch warm getrunken. Aber wie gesagt, dann sucht man sich aber nicht unbedingt den teuersten aus. Ne? Mhm. So. Okay. Ach, eine Sache noch. Ach, so viel Input. Genau, nee, aber ich sage das nur, denn es kommt ganz oft vor, dass Leute sagen, oh, ich trinke Sake, gehen in einen Asialaden und kaufen sich irgendeinen Sake. Das ist ganz gefährlich, ganz, ganz gefährlich, denn es gibt nämlich den Trinksake, also Nihonshu, den japanischen Sake, den ich jetzt meine hier. Und es gibt den Kochsake und der ist anders. Den benutzt man nur zum Kochen. Kann man den gar nicht trinken? Nennt man Ryorishu. Okay. Und der eignet sich nicht zum Trinken. Also okay. Der ist auch nicht so gemacht, das schmeckt auch gar nicht und nix. Also das ist furchtbar. Das ist so... okay. Nee, also das ist echt scheußlich. Und der ist also wirklich nur zum Kochen gedacht. Mhm. Und da ist es am besten, wenn ihr euch einen Sake kaufen wollt, man muss natürlich alt genug sein, ich sag das jetzt nochmal ganz genau, die noch nicht Alkohol trinken dürfen, sollten sich keinen kaufen, aber einfach mal im Asialaden fragen nach Trinken. Baren Sake, also Nihonshu und nicht Ryorishu. Da ist ein Unterschied. Also aufpassen. Ja,